Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich komme ein Stück rübergerutscht, damit ihr beide Hände seht. Mein Name ist Dani und ich nehme mich mit in meine kleine Auszeit. Bam! Was für eine Einleitung, oder? 16 Sekunden, das war doch mal was. So, ich teile heute wieder mit euch meinen Müll. Loser. Ach, da. Die fette Beute, bitteschön. Ich muss mal was vorab sagen, ja. Das ist jetzt aufgebraucht Juni und ich zeige euch das, alles kein Ding. Ich merke aber wirklich jeden Monat mittlerweile, dass mir das nicht so Spaß macht. Ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich sammle das hier, ist ja an sich kein Ding. Ich schaffe es aber dann auch nicht gleich am 1. des Monats. Nee, das ist aufgebraucht Mai. Seht ihr? Da ist nämlich das Problem. Am 1. Juni das abzudrehen. Also steht der Müll hier. Ich sammle dann parallel schon den neuen Müll für Juni. Der steht jetzt hier nämlich auch. Und ich werde es hier nicht stehen haben. Ich überlege mir was. Ich überlege, ob ich einfach nur Tops und Flops mache oder nur Tops oder was, wozu ich euch was sagen will. Highlights aus dem Monat oder so. Aber so komplett irgendwie. Aber andererseits ist es auch ganz gut, mal zu sehen, was man eigentlich so aufbraucht in einem Monat, ne? Wie viel Müll man erzeugt. Das ist tatsächlich. Noch eine ganz andere Geschichte, die aber schon zusammenhängt, dass man einfach mal schauen müsste, was man im Monat an Müll erzeugt, ihr Lieben. Macht mal, wenn ihr die gelben Säcke abgegeben habt, mit dem ersten gelben Sack wieder anfangt, einen Strich in den Kalender und schaut nach einem Monat, wie viele gelbe Säcke ihr erzeugt habt in einem Monat. Das haben wir mal gemacht. Das ist nicht wenig, ihr Lieben. Ich glaube, wir sind aktuell bei 4 gelben Säcken im Monat. Das ist ganz schön viel. So. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die mehr haben. Und hier ist ja nun auch viel Plastikmüll dabei, ne? Wir schauen mal durch. Ich zeige euch das jetzt. Aber ich merke, dass das nicht mein Thema ist. Ich weiß, dass es viele auf YouTube machen, aber ich will auch nicht Sachen machen, weil es viele machen. Deshalb habe ich ja auch noch die Goodie Box und die Sissy Box, weil ich sie einfach mag. Ich weiß, dass viele sagen, nö, und ich mache halt das, was ich mag. So, also schauen wir mal. Wir fangen mal an. Mit was zu trinken. Habe ich aufbewahrt, weil es aus einer Box war, aber ich weiß nicht mehr aus welcher. Ich vermute mal aus der Pink Box. Paloma Lemonade, Pink Grapefruit, fand ich gut. Aber ich mag auch dieses Saure. Ne? Das ist eine Pfanddose, 250 Milliliter. Das ist Zucker, das ist Limonade. So. Aber ich fand es gut. Kalt war es noch besser. Also ist bei meisten, ne? Ist das ein Satz, den man sagen muss bei Getränken? Das ist eigentlich logisch, außer bei Kaffee. Oder war gut, war schön säuerlich, mag ich. Pfand. Yes! Wieder. Seht ihr, jetzt kann ich auch endlich mein Pfand wegbringen. Super, oder? Dann habe ich eine Bodylotion aufgebracht. Von No Cosmetics. Und tatsächlich mit dieser Bodylotion habe ich jetzt angefangen, regelmäßig Bodylotion zu benutzen. Die war schön, die mochte ich. Ich weiß nicht, was daran das Besondere sein soll, weil ich habe mich echt gefreut über No Cosmetics. War dann so ein bisschen traurig, dass es das jetzt eine Bodylotion ist. Ich hätte gerne irgendwie Wirkstoffe im Gesicht, ne? Aber gut, war gut, hat sich gut angefühlt. Ich habe keinen Ausschlag gekriegt. Meine Haut fühlt sich nicht schlimmer an als vorher. Ich kann euch da nicht viel zu sagen. Pink Hypersense, ja, Bodylotion war gut. Punkt. So, packe ich das jetzt hin? Da. Sehr schön. Dann haben wir aufgebraucht von Douglas ein Make-up-Remover. Das hat lange gebraucht, weil ich eigentlich Double Cleansing betreibe. Müsste hier auch noch was drin sein. Den habe ich benutzt. Das war so ein Zwei-Phasen-Ding. Oder drei Phasen sogar. Steht hier nicht noch was drauf? Drei Phasen. Drei Phasen, die musste man shaken, dann auf dem Wattepad abschminken. Das habe ich vor allem benutzt, so für Swatches oder für muss jetzt mal schnell gehen und dann mache ich eine Pflegemaske drauf. Oder irgendwelche Ausnahmefälle. Deshalb hat es ewig gedauert. Da waren 200 Milliliter drin. Ich fand es aber gut. Es war nicht, es hat nicht gereizt. Es war angenehm vom Duft. Ist alles in Ordnung. Würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen, tatsächlich. Dann Kueshi. Oh, hier ist ein Haar. Nee, doch nicht. Habe ich mir eingebildet. Okay. Duschgel heißt es mit Vanillegeruch. Der Geruch ist mega. Ich lieb's. Es hat aber auch ewig gebraucht, bis das alle war, weil wir es irgendwie immer als Ersatzduschgel benutzt haben. Ich weiß gar nicht warum. Ist jetzt leer, schön warm und vanillig. Ich glaube, das war abgelaufen, ne? War das nicht sogar schon abgelaufen? War damit irgendwas? Nee, das war offen in der Box. War das nicht so, dass ich es bekommen habe und es war schon offen?
Auf jeden Fall wurde es sehr stiefmütterlich behandelt. Ist jetzt leer, riecht aber gut und pflegt gut. Da haben wir ganz andere Sachen schon. Aktuell die Handseife habe ich euch im letzten Aufgebrauch gezeigt. Ich bin kurz davor, sie einfach also umzufüllen, leer zu machen, wegzuschmeißen, weil sie mich wirklich nervt. Das war so eine. Ihr seht es oben. Ich weiß jetzt leider gerade nicht von welcher Marke. Irgendeine unbekannte Naturkosmetikmarke und leider gar nicht gut. Dann muss ich leider meinen. Hier ist sie nämlich auch noch drin. Da seht ihr mal, wie flüssig diese Seife ist. Die macht keinen Spaß. Da ist der Rest noch drin. Ich muss den aber entsorgen von Rituals Karma. Ritual of Karma. Das ist meine liebste Serie. Vom Geruch und vom Design. Es ist Türkis und Gold. Passt perfekt. Ich habe oben im Bad so einen Seifenspender stehen und unten im Bad. Jetzt leider nur noch oben, denn der hier hat ein Loch. Da ist die Seife ausgetreten. Ich weiß nicht, wie das Loch da reingekommen ist. Total krass. Der war auch nicht alt. Der war wirklich nicht alt. Ein paar Monate und es ist plötzlich ein Loch unten drin. Alles ausgelaufen. Die Seife an sich ist auch, die ist sehr flüssig und spritzt, was total nervt. Ach, schau mal, das ist von meiner Tochter. aber sie verklumpt. Oh, wartet mal eine Sekunde. Wie immer. Da sind wir wieder. Ich und meine Hände. So, wir machen weiter. Wichtig, wichtig alles. Ich habe aufgebraucht, gebraucht, genau, gebraucht ein Shampoo. There's no Planet B, ne? Also heißt, erzählt uns schon eine DM-Marke, die sehr auf die Umwelt achtet. Hier ist, glaube ich, Kaffee. Wie war das denn? Irgendwas mit Kaffee. Kaffeeöl aus Kaffeesatz ist hier drin. Und Olivenblätter. Alte Olivenblätter und Kaffeesatz wurden hier verbraucht. Das ist alles recycelbar, etc. pp. Für ein seidiges Haargefühl, ohne zu beschweren. Ja, war gut. Ich weiß nicht, ob es das Beste war für meine Haare, weil ich gefärbt bin. Sieht man heute gar nicht, ne? Mache ich die jetzt auf? Ne, wir lassen es jetzt. Fand ich gut. Würde ich nicht nachkaufen. Ich würde es mir aus dem Tauschpaket nie rausnehmen, tatsächlich aus dem Trashy. War jetzt aber auch nichts krass Besonderes, aber gehört auf jeden Fall in die obere Liga. Sehr schön. Bididing. So, dann. Judith Williams hat ein Niacinamid-Peeling-Maske, was ist das? Gesichtspeeling tatsächlich, rausgebracht. Und das fand ich ziemlich gut. Das hat mich ein bisschen gerettet. Denke ich doch. Also auf jeden Fall verbinde ich das damit, dass es mich gerettet hat. Da kommt so eine ganz helle, schimmernde. Jetzt kommt nichts mehr raus. Ich habe schon wirklich ziemlich. Ja, da kam noch was. Aufgebraucht, wollte ich sagen. Es ist. Auf die Tüte. Das ist doch gut. So sieht's aus. So eine sorbetartige Textur. Ist hier noch irgendwo was? Ja. Und es schimmert so ein bisschen, ne? Da sind Niacinamide drin und ich habe das benutzt. Ich mochte es wirklich gerne. Seht ihr das? Ja, ihr seht das, ne? So sieht es gar nicht viel aus und dann schimmert ganz schön. Und ich habe das hier aufgetragen auf meine Wangenknochen, unteren Bereich unter den Wangenknochen, weil ich hier so kleine Verfärbung hatte. Passt jetzt super. Jetzt habe ich hier eine Unebenheit. Wie heißt das? Ein Pickel. So, obwohl es keiner, aber so fast oder so. Wen interessiert es? Auf jeden Fall habe ich, sieht man das dadurch jetzt nicht so gut, dass es weggegangen ist. Ich hatte so zwei Stellen, da dachte ich, es sah aus wie raue Haut. Es war ein bisschen dunkler. Man hat es aber nicht gespürt. Es waren wahrscheinlich einfach Hautschuppen, die aufgrund meines Alters sich weniger schnell abbauen und dadurch dann verfärben, weil sie einfach älter sind als die anderen Hautschuppen daneben. Und da bin ich mit diesem Niacinamid-Peeling drüber und es hat funktioniert. Ich habe das auch sehr gerne aufgetragen, weil es sich so ebenmäßig gleich hat auftragen lassen. Dann hast du halt hier so einen hellen, dann halt eine Schicht drauf. Oh, ich kann auch nicht reden heute. Ich habe noch ein bisschen was vor, ihr merkt das, ne? Und dann habe ich das nach ein paar Minuten abgemacht. Ich weiß gar nicht, was draufsteht, wie lange man das auftragen soll. 10 Minuten, ja, das passt. Okay, puh, richtig gemacht. Und habe es halt immer wieder, so zweimal die Woche. Öfter sollte man das auch nicht machen, weil das sind Niacinamide, die arbeiten mit der Haut, mit den Hautschuppen, die bearbeiten die, heißt, sie reizen auch, ne? Also nicht jeden Tag und vor allem, wenn ihr jetzt so viel Sonne habt, wie wir es aktuell haben. Gut, schützen die Haut danach mit Sonnencreme. Genau.
Das würde ich mir sogar nachkaufen. Da würde ich sogar Geld für ausgeben. Ich fand es wirklich gut. AHA-Komplex, Fruchtenzyme, Niacinamid, Multiglow. Es war richtig, richtig gut. Es hat gewirkt vor allem, ne? Also wir haben so viele Sachen, die wir uns ins Gesicht schmieren, weil wir sie ausprobieren wollen und sagen, ja, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an. Aber da habe ich wirklich was also etwas mit Niacinamiden gesucht, gefunden und es hat gemacht, was es machen sollte. Dankeschön, Judith. Dann habe ich wieder ein Axe-Deo ergattert hier. Das ist leer. Alaska ist das. Riecht gut, riecht nach Axe. Ganz ehrlich, die riechen alle nach Axe. Ich bin zu doof für Unterschiede. Dusch das. Drei in einem, wie sich's gehört, ne? Herber Duft, drei in einem, Männer duscht das. ja, war wohl auch gut. Noch ein Axe. Schaut mal, der Sommer ist da. Epic Fresh, das war, glaube ich, aus den Campus-Tüten, ne? Seht ihr, und das meine ich, das hebe ich dann jetzt auf und sage euch, dass es aufgebraucht ist, aber irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Dann habe ich ein Body Wash von Marie Stella Maris. Also ein Duschgel tatsächlich. Also für mich war es ein Duschgel. War gut, war nichts Besonderes. Ich versuche mich an den Duft zu erinnern. Ja, auch ein angenehmer Duft. Leicht fruchtig, süß, aber frisch und rein. Ist aber nicht auf der Haut geblieben. Also es, oder war das das? Nee. Nee, war es nicht. Das war ein anderes. Ist nicht auf der Haut geblieben, sodass ich dann dachte, frisch geduscht und lecker. Nee, war halt, hat seinen Zweck erfüllt. Dann habe ich noch von Mary Kay eine Peel-Off-Maske benutzt. Die habe ich, meine ich, sogar in einem Short gemacht, oder? Eins der ersten Shorts oder so. Da hat mich noch jemand gefragt, ob es uns allen gut geht oder so. Ihr seid doch alle durch oder irgendwie so. Ein ganz lieber Kommentar. Ich sage, ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich hoffe, du auch. Wenn du noch drin steckst, viel Erfolg, wie auch immer. Eine Metallic Peel-Off Mask. Die war wirklich metallisch. Also die hat, konntest du auch richtig schön verteilen und dann abziehen. Ich mag Peel-Off, wenn sie gut sind. Die hat funktioniert, die konnte sich abziehen. Sehr gut. Es gibt auch Peel-Off Masken, die leider so kleben bleiben, dass man wahnsinnig wird und am Ende doch alles abschrubbt und dann, boah, die arme Haut, ne? Aber wenn die so richtig schön. Ich lieb's. Dann haben wir. Oh ja. Doppelreinigung habe ich euch erzählt, ne? Double Cleansing. Ich habe ein Cleansing Foam aufgebraucht von Orimai mit Victoria Swarovski. Ich glaube, es ist ihre eigene Marke. Also von Victoria Swarovski. Ein Reinigungsschaum, den mochte ich gerne. Den konnte ich, der heißt Flashing Lights Cleansing Foam. Keine Ahnung. Mag ich gerne. Ist eine neue moderne Marke, heißt Cruelty Free, vegan. Guter Duft, funktioniert sehr schön. Mochte ich sehr gerne. Würde ich mir vielleicht sogar nachkaufen. Ja, auf jeden Fall aus dem Paket nehmen. Sehr schön. Dann noch eine Reinigung. Habe ich euch das jetzt schon gezeigt? Nee. Noch ein Highlight. Na, das zuerst. Elemis! Die Superfood-Reihe hat einen Cleanser gehabt. Hat gehabt. Hat es immer noch. Das ist die Papaya. AHA Glow Cleansing Butter. Nichts mit Papaya. Wieso denke ich an Papaya? Warum auch immer. Da ist noch ein bisschen was. Die mochte ich gerne. Mochte ich gerne. Das ist halt auch so eine Creme, eine Butter, richtig wie eine Butter. Nehmt ihr ein bisschen was raus. Im Gesicht verteilen. Ihr könnt es auf die Augen machen. Wasser dazu. Der Ölanteil löst das Augen-Make-up, das Augenbrauengel, den Lippenstift. Alles super. Dann wischt ihr das ab mit Wasser. Alles weg. Alles super. Und dann gehe ich immer noch mal mit einem Schaum drüber. So, das ist das Double Cleansing, das ich mache. Schaum habe ich euch gerade gezeigt. Und als das alle war, habe ich diesen Cleanser benutzt von Youth Lab Daily Cleanser. Mega, 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 mega. Bester. Besser als das Elemis Ding, würde ich sagen. Ein gentle, wie heißt das? Ein zarter, ein softer, ein. Wie heißt denn das? Ihr wisst doch, was ich meine. Ihr wisst schon, ein zärtlicher, sanfter Cleanser. Ist gut für eure Haut. Der ist für normal bis dry skin. Ich habe ölige bis normale Haut, würde ich sagen. Oder Mischhaut, was auch immer. Meine Haut ölt. Doch. Ja. 100 Milliliter. Es hat trotzdem super funktioniert. Ich finde den mega gut. Es ist eine koreanische Marke. Obwohl Made in Greece steht hier. Youth Lab. Griechenland. Ist eine griechische Marke anscheinend.
Okay, war gut, egal wo es herkommt. War super gut, ich mochte es gerne. Und da habe ich auch das letzte Zipfelchen mit rausgepresst. Dann hatte ich, ihr seht, wie benutzt sie es. So gut wie gar nicht. Hinten ja, vorne nein. Ich hatte eine aus der Goodie Box, die ist kaputt gegangen, weil sie runtergefallen ist. Ratet mal. Das Ding ist auch runtergefallen und war sofort kaputt. Dann ist auch das hier rausgefallen. Jetzt habe ich den vorne noch gar nicht benutzt, aber er steht auch nur rum und ich habe immer wieder Angst, dass er runterfällt. Es kommt weg, es nützt nichts. Also was ich halt sehr gerne mag, ist mit so Cleansing Balms, das allererste aufemulgieren, ne, mit der Rückseite und dann gehe ich gerne in den Schaum noch mal mit der Bürstenseite. Das sind ja hier richtige Borsten, ganz weich. Finde ich total angenehm und schön, aber es ist irgendwie, es fällt einfach nur runter. ist ja noch so viel. Was ist denn hier los? Okay, pass auf. Max and More Fixing Spray. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das würde ich mir nachkaufen. Das werde ich mir irgendwann mal nachkaufen, wenn ich kein Fixing Spray mehr hier habe. Für den Alltag vollkommen ausreichend. Es ist kein Urban Decay All Nighter. Den nehme ich für Events. Aber, also wenn es halt richtig heiß wird und lang wird und es halten muss. Aber das Ding für den Alltag super. Angenehmer Sprühkopf, den könnte man behalten. Guter Geruch, sehr schön funktioniert. Dankeschön. Autsch. Irgendwas krümelt hier. Eine AHA Glow Mask. Ich weiß, also die Marke feiern auch viele Balance Me. Ich war froh, dass sie dann alle war. Ich habe dann jetzt den Rest rausgedrückt. Ich merke da gar nichts, gar keinen Unterschied. Es ist auch nicht zu krass, dass es irgendwie brennt, auch gut, aber ich merke da gar nichts. Es waren 20 Milliliter, ja, gut. Bestimmt gut. Dann habe ich hier noch etwas Spannendes. Was haben wir denn hier? Q&A Zink Gesichtsserum. Das mochte ich gerne. Das habe ich auch benutzt jeden Tag. Das hat für 3 Wochen oder so gereicht. Das mochte ich gerne. Das war so ein bisschen ölig von der Konsistenz und sehr angenehm auf der Haut, weich. Mochte ich gern. Und Scone Nourishing and Night Oil war das, glaube ich, ne? Face Oil, ja. Das habe ich dann danach aufgetragen. Ein Nachtöl. Ich liebe das, nachts Öle aufzutragen. Ich bin voll der Ölfan mittlerweile. Lippenöl für den Tag, Nachtöl auf die Haut. Ich lieb's, ich lieb's. Beim Rasieren nehme ich Öl auf den Beinen. Was noch? Öl überall. Ich liebe Öl. Und das, obwohl ich eine ölige Haut habe, ne? Aber es funktioniert. Man denkt immer, es ist Plastik. Dann bloß kein Öl rauf, weil die Haut fettet ja schon. Nee, gar nicht. Also funktioniert jetzt tatsächlich bei mir. Eine Kerze habe ich hier noch, habe ich euch aber schon mal gezeigt. Das war die letzte von den Yankee Candles, die nach frisch gewaschener Wäsche riechen sollen. Habe ich, glaube ich, schon was zu gesagt. Nichts Besonderes. Ich habe es endlich aufgebraucht. Ein festes Shampoo von Nature Box. Das ist das Granatapfel-Shampoo. Und das ist jetzt schon so Teil meines Badezimmers, dass es jetzt ganz ungewöhnlich ist, dass es nicht mehr da ist. Damit habe ich immer meine Pinsel sauber gemacht. Pinsel und Sponges und so weiter. Ich benutze das nicht für die Haare. Ach, das ist Pappe. Warum hier? Sondern ich mache das nass und gehe mit den Pinseln rein und wasche damit meine Pinsel. Super gut, riecht toll, funktioniert. Klasse. Und jetzt alle. Dann habe ich ein Primer, Elemis Primer aufgebraucht. Den mochte ich auch gern. Ich habe ihn nochmal. Der verleiht Glow, genau, Glow Priming Moisturizer, Illuminating Moisturizer. Habe ich, also ich habe den benutzt. Was mache ich denn morgens? Mit Wasser wasche ich mein Gesicht. Dann kommt Toner drauf, dann kommt ein Serum drauf, dann kommt Sonnenschutz drauf und dann kommt Primer drauf. So habe ich den benutzt. Und dann Make-up drüber funktioniert super. Den mag ich gern, habe ich auch noch hier, werde ich auch noch benutzen. Essence Mattifying Face Mist. Ja, Quatsch. Also, dass das mattiert, habe ich nicht gemerkt. Ich habe es irgendwann für meine Sponges benutzt, um die nass zu machen oder für Pinsel. Also war auch nur eine kleine, was ist denn hier drin? 28 Milliliter, das war eine Limited Edition. Ja. Was haben wir noch benutzt? Rituals, Ritual of Ying. Achso, ein Sleep Spray für Pillow Sleep Spray. Benutze ich nicht. Ist tatsächlich meine Geheimwaffe, wenn die Kinder nicht schlafen können. Okay, wenn sie es gar nicht geht, dann kommt mal was Schlafspray, mache ich das auf die Kissen und dann schlafen die. Ist jetzt alle. Wenn ich sie so eine Pillow Sprays kriege in den Boxen, benutze ich das immer dafür tatsächlich. Dann haben wir noch ein Öl, Overnight Detoxifying Night Oil von Pai. Und ich weiß, dass.
Honey das ganz schrecklich findet, weil das schwarz ist. Und ich lieb's. Ich lieb's. Es ist so cool. Es ist tatsächlich richtig schwarz. Ihr seht das hier noch ein bisschen. Richtig schwarz. Und es lässt sich in die Haut einarbeiten. Und es verbindet sich mit der Haut. Und die Haut wird richtig genährt. Und also da bleibt dann auch kein Film, wenn du das. Du kannst das ja auch mit deinem Face-Yoga verbinden und so. Ich lieb's wirklich. Es war richtig gut. Würde ich mir sofort nachholen. Richtig gut. Eine Ampulle habe ich aufgebraucht. Glow Booster, ja, von Biotin. Das war so eine einzelne. War sehr viel drin, konnte man komplett benutzen. Ob ich jetzt mehr glowe, ich glaube nicht. Aber war nicht schlecht. So, dann haben wir genau ein Huch. Dann kann ich euch das mal zeigen. Hier habe ich zum Beispiel so ein Hip-Pflegeöl benutzt für zum Rasieren. Das mache ich auf meinen Beinen, probiere ich immer Öl rauf zum Rasieren und unter die Achseln. Das zum Beispiel, also da braucht ihr wirklich nicht diese super teure Insta-Marke. Egal welche, ich will jetzt keine schlecht reden, ne? Also Öl ist Öl. So. Dann habe ich was aussortiert, das ist so alt schon, ein Paris Hilton Parfümstick. Schaut mal bitte. Ich mochte den echt gern. Der riecht tatsächlich immer noch. Aber der erinnert mich richtig an frühere Zeiten. Ich habe den bestimmt schon 15 Jahre. Krass, und dann konntest du den quasi einfach immer so, wo auch immer. Ich glaube, mittlerweile gibt es sowas kaum noch, weil man ja eigentlich Gerüche nicht verreiben soll, ne? Aber das war mal in irgendeinem Geschenkpaket, als ich noch keine Ahnung hatte, was es so an Pflege und Parfüm gibt. Jetzt kommt er weg. Obwohl ein bisschen Nostalgie. Ach, witzig. Erinnert mich an die Reeperbahn. Also nur am Wochenende, ne? Zum Spaß, nicht zur Arbeit. Ja. So, kommt weg. Hier muss Platz rein. Noch ein Parfüm, das leer geworden ist. Muss ich auch an Honey denken. Fandst du auch nicht toll, ne? Moonflower von Juniper Lane. Es gibt noch das Lilane. Mag ich gar nicht. Das hier geht. Das ist nicht frisch, sondern wirklich pudrig, blumig. Ich finde, es hält auch eine Weile. Aber ein Parfüm, das richtig lange hält, habe ich so gut wie gar nicht. Also ich finde, die Nase gewöhnt sich auch schnell dran, ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, welches hier am längsten hält von denen, die ich habe. Da oben habe ich das von Sita, Number One. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich liebe es, aber es hält auch nicht ewig. Das von 24 Tim habe ich da oben. Das hält. Finde ich ganz kurz nur. Aber habe ich auch schon andere Videos zu gesehen. Das hier finde ich auch ziemlich cool, tatsächlich aktuell. Belle Icon. Das riecht auch so nach. Ich glaube, das soll eine Kopie von Baccarat Rouge sein, ne? Das riecht ziemlich geil. Und es riecht auch relativ lang. Und was ich gerade auch noch gern benutze, ganz anders. Das ist was Frisches von M. Asam, dieses Vino Gold. Das riecht richtig frisch. Und passt voll gut zusammen. Jetzt schweifen wir ab, ne? Mit dem Deo, was wir gerade in irgendeiner Box hatten. Das aussah wie ein Fußspray. Erinnert ihr euch? Es ist runtergefallen, wie sich das gehört. Ja, es ist komplett runtergefallen. Schön. Hinter meinem Schubfach liegt das Deo jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Also auf jeden Fall riecht das so frisch und zitronig, zitrisch ein bisschen. Das mag ich gern. Das war pudrig und leicht. Es geht auch pudrig schwer, ich weiß, alte Frauenduft und so. Aber das mochte ich ganz gerne. Die Flasche ist ziemlich schwer, das ist Glas. Ist jetzt aber leer. Ist auch okay, ist nicht so schlimm. Ich habe hier noch Ampullen. Balea Beauty Effect, eine Lifting-Kur. Ja, da sieht man das. Ja, habe ich auch nicht viel von gemerkt. War sehr dünn, war sehr flüssig. Okay. Ich bin nicht so ein Ampullen-Fan. Und dann habe ich Lifaktiv Peptide C von Vichy. Es hat sich gut angefühlt. Es war auch gut was drin, gut viel. Der Geruch war gewöhnungsbedürftig, aber es kann sein, ich hatte das nämlich in einem Tauschpaket, so sieht es aus. Wir haben später gemerkt, dass die abgelaufen sind. Es kann sein, dass es daran liegt, dass der Geruch nicht so toll war. Ich habe aber keinen Ausschlag gekriegt oder irgendwas. Ich fand die ganz gut. Anti-Age-Ampulle, wie auch immer. Aber lag wahrscheinlich dann am Ablaufdatum. Ich bin nicht von gestorben. So. Wir haben noch ein Pillow Spray von This Works. Selbes Prinzip wie vorhin. So Plastik, ja. Ein Nagellack habe ich auch sortiert. Der ist auch so alt von Astor. 60 Seconds, schnell trocknend. Naja, der ist durch. Also ich habe den einfach wahrscheinlich nie benutzt. Weg. Ach so, das war die Farbe. War das? Steht nicht drauf, keine Ahnung. So, und dann haben wir es geschafft.
Hier habe ich noch eine Ampulle von Schäbens. Die mag ich gerne. Die sind auch nicht aus Glas, die sind aus Plastik. Die kannst du hier aufknicken und dann musst du hier ein bisschen drücken. Die mag ich ganz gern. Eine Badekugel haben wir wieder aufgebraucht. Wupp. Die Disney Editions, ne, die nähern sich jetzt langsam dem Ende, aber ein paar sind noch da. Das war Rapunzel. Da ist so eine Sonne oben drauf und die riecht nach irgendwas, was nicht passt. Erdbeer. Ich weiß nicht, wer die Düfte konzipiert hat bei diesen Special Editions, aber es war Erdbeer. Eine Kugel. Gut. Dann habe ich hier noch eine. Achso, das war die Packung vom Glow Booster. Pappe. Dann haben wir, ich mag sie sehr, die koreanischen Masken von Action. Das war Eiweiß. Ich war ein bisschen gespannt, aber war gut. Macht weiche Haut und befeuchtet die Haut, feuchtigkeitsspendend. Ich fand sie gut. Die passen auch gut aufs Gesicht, also Actionmasken tatsächlich. Dann, die ist aber, glaube ich, von Budney. Oder war die auch von Action? Oder gibt es die bei beiden? Ich weiß es nicht. The Mask Doctor Retinol. Ich liebe Retinol, ihr Lieben. Müsst ihr vorsichtig mit sein, nicht zu oft verwenden, habe ich euch schon mal erzählt. Ich liebe es und die war auch wirklich gut. Achso, hier war die Hyaluron-Schemens-Ampulle drin, die ich euch gerade gezeigt habe. Strukturiert kann ich. Und dann habe ich eine Bellmaske benutzt. Ich habe sie leider am falschen Ende aufgemacht. So, nicht, dass was rausläuft. So sieht die aus. Die ist auch von Action. Deep Cleansing Formula. Ja, da waren hier so kleine Rosen drauf. Seht ihr das? Das war ganz süß. Wie spät ist es? Nee, ne? Okay. Puh, alles gut. Also so sieht sie schöner aus als das, was sie bewirkt. Ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes tatsächlich. Dafür fand ich die ziemlich cool. Eine Kaviar-Maske. Auch von Action. Ich weiß gar nicht genau, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ist da echter Kaviar drin? Ist irgendwie nicht so cool. Kaviarextrakt. Nee, dann war sie nicht gut, okay? Ups, ich habe nicht drauf geachtet. Seht ihr, das passiert. Man kann nicht alles perfekt machen, Leute. Also habt keine Angst davor, irgendwie auf Cruelty-free und vegan zu achten oder so, weil ihr denkt, das schafft ihr nicht. Dann halt nicht jedes Mal, aber meistens. Der erste Schritt ist da. Mikra. Mikura? Mikura. Augenpatches, die mag ich gern. Davon habe ich, glaube ich, jetzt auch noch welche. Die mag ich ganz gern. Die sind schön voll, die sind golden, die zerreißen nicht beim Anfassen. Finde ich gut, aber es ist viel Müll. Ich glaube, das sind die, die immer noch mal doppelt eingepackt sind. Jedes noch mal einzeln in Plastik. Muss nicht sein. Dann haben wir eine reinigende Peel-off-Mask von Selfie Project. Sieht man jetzt nicht mehr, aber da. Die war schrecklich. Das waren tatsächlich, hier seht ihr es noch, hier sind noch einzelne Dinger drin. Das war eine Gel-Peel-off-Maske, aber da drin waren wirklich diese Konfettis. Und ich hatte diese Konfettis überall. Und das hat gepiekst. Ich hatte eins im Auge. Du musstest ewig warten, bis du es abpeelen konntest. Und dann sind dann Fetzen dran geblieben. Das war schleimig, da war Konfetti drin. Nein. Bah, nein. So. Dann haben wir noch ganz kurz ein Knisterbad. Das sieht meine Tochter, das muss ich auch nachkaufen. Da war eins von beiden. Hier war, glaube ich, so Gel drin, so Schleim, so Schaumbad. Und wenn das dann voll war, das ist orange geworden, hat man das aufgemacht und da waren so Knisterperlen drin, wie man das von früher kennt. So Knisterpulver für den Mund oder wo man einen Lolli reingemacht hat und dann hat es geknistert und die ganze Badewanne hat geknistert. Es war wirklich so. Es war auch nicht, man muss sich konzentrieren, sondern wir sitzen da in der Wanne und es war so ein. Es war richtig cool. Es war richtig cool. Original wie auf der Zunge diese Knister, die so richtig knallen, ne? Richtig cool von Teti Sepp. Geile Erfindung. Müssen wir wiederholen. Perfekt. Und dann hatte ich noch eine Haarmaske von Ariel, aber die war überhaupt nicht besonders, da ist gar nichts passiert. Aber es war Ariel drauf. Die hat für drei Anwendungen gereicht, glaube ich, bei mir. 30 Milliliter, 50 Milliliter. Sieht schön aus, hat gar nichts gewirkt. Aber gut, das war's, ich hab's weg. Jetzt muss ich meine Hände einmal sauber machen, irgendwas hat da gekrümelt. Wir sehen uns bald wieder, ihr wisst Bescheid. Das war mein Aufgebraucht von Mai. Und ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich habe es im letzten schon gesagt und irgendwie ist es Quatsch, wenn ich jeden Monat wieder denke, oh, ich muss es noch machen und es macht keinen Spaß, ne? Ich überlege mir was. Highlights des Monats wahrscheinlich oder so. Lasst euch nicht ärgern, ihr Lieben. Wir sehen uns wieder. Haltet die Ohren steif, bitte. Und haltet durch. So. Tschüssi.